So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, im letzten Part haben wir ganz viel Sidequests gemacht und ich habe mich jetzt gefragt, was da glitzert, genau. Was ist denn, Brasea? Dieser Exvier ist... Ja, dieses Kind ist krank. Krank? Der Exvier? Ja, in der Tihala werden Exvies grundsätzlich an Maschinen angeschlossen. Manchmal führt das zu einer Abnormität und sie werden dann einfach weggeworfen. Abnormität? Ja, die armen Kleinen. Ich verstehe, wenn sind's auch sie am Leben. Ist das jetzt eine Sidequest, die ich aus Versehen getriggert habe? Das ist cool. Arme Kleine? Wegen diesen kleinen Stein bis alle Leute. Unzählige Leben wurden geopfert, um sie zu erwecken, und du glaubst? Nun ja. Also ja, gehst du mit mir zur Teusemine? Zur Mine? Ich habe nichts dagegen. Wenn ihr dort etwas zu erledigen habt, gebe ich euch die Erlaubnis. Aber woher nehmen wir ein Weird für Tabana? Sie ist größer als Mivos und kann nicht bei einem von uns mitfahren. Ich bleibe hier. Okay, dann gehen wir. Was machen wir hier? Geht bitte weiter hinein. Bis zu einem Ort, an dem ihr die Stimme der Exvies hören könnt. Also gut, gehen wir bisher. Ja. Übrigens, diese ganze Sidequest, die ich in den letzten Parts mache, die sind alle nur da, um die Beziehungen hoch zu pushen. Und ich würde sagen, jetzt wird's mal Zeit dafür, für das Gespräch. Es ist meine Schuld. Mein Skelett. Hätte ich die Schussfassung nicht hergestellt, wäre das alles nicht mit Colette passiert. Was ich hätte? Jetzt kein Herz mehr. Nein, wenn du es nicht gerne hättest, wäre Colette als Werkzeug für Mattheits Wiederentwicklung. Von Krux ist getötet worden. Ja, das ist wahr, aber... Ich will keine Opfer mehr. Ich will niemanden leiden sehen. Diese Feststellung ist nicht verkehrt. Ja, du musst wieder enttäuscht erleben, dass du manchmal zu Entscheidungen gezwungen wirst. Leute, übernimm die Verantwortung für deine Entscheidung. Sie sind zu streng, Professor Rain. Wenn ich mich zu streng anhöre, dann weil ich glaube, dass du darüber hinwegkommst. Du bist stark, Lloyd. Gut, wir sollten also tiefer in die Mine hinein. Na gut, hier waren wir ja schon, ne? Das Ding ist wieder aus, warum auch immer. Dam, 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 dam. Dim, 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 dim. Kommst du auch mal wieder? Danke. Ach, hier ist es ja noch so wunderschön schnell. In Corner Eclipse ist es extrem verlangsamt worden, warum auch immer. Eine Bestrafung. Colette, ist mit deinem Körper alles in Ordnung? Ich verstehe, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ich frage mich. Ist das eine Bestrafung, weil ich die Welle neu holen aufgegeben habe? Unsinn, du hast doch genug gelitten. Warum sollte dich irgendjemand bestrafen wollen? Danke, Leute! Jo. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da eigentlich hin müssen. Heieiei, Gegners. Ich glaube, ich gehe einfach mal weiter tiefer rein in die Mine. Irgendwann werden wir schon irgendwo ankommen. Indiana Jones ist heute leider aus. Und hier, hier ist das, okay. Hier?
Ha, egal Mann, das ist dann der Ex-Wieser. Ja, nichts. Sei still. Hör bitte genau hin. Da unten ist eine Kiste. Hui. Exes und ich sind gleich. Wir sind leblos. Du bist wie die Exes. Exes haben auch Gefühle. Sie fühlen sich oft einsam. Also versuchen sie immer, sich mit jemandem zu verbinden. Ihre Einsamkeit absorbiert das Leben der Menschen. Einsam. Exes. Sie sind einsam. Genauso wie ich. Ja, und sie suchen sich Begleiter. Genauso wie du das jetzt getan hast. Ja, wir Menschen sind es, die sie ausgraben und für unsere Zwecke missbrauchen. Ich nutze ihre Eigenschaften und mache sie so noch einsamer. Ich weiß, dass du durch sie leidest, aber hasse sie bitte nicht. Ex-Wir sind auch Lebewesen. Gut, ich werde darüber nachdenken. Aber das allein sein. Über den Hass. Ja, Hass mit Hass zu bekämpfen führt zu keiner Lösung. Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich gegenseitig zu verstehen. Danke, Tabata. Gern geschehen, Brasea. Die Ex-Wir sind auch glücklich, dass du sie jetzt verstehst. Kann die Kiste nicht öffnen. Verdammt, egal. Tut mir leid, es hat länger gedauert. Na, das hat jeder mitkommen sollen. Mir war so langweilig. Ich glaube, ich habe die Stimme von Ex-Wir gehört. Ja. Wieder. Habe ich etwas dazu gelernt? Was denn? Aus Hass heraus kann nichts geboren werden. Ja. 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 So, jetzt haben wir schon wieder 7 Minuten verbraucht. Das ist ja wunderschön. Ist noch mehr Sidequests da drin oder nicht so? Jetzt ernsthaft? Grüß euch alle herzlich willkommen. Eva ist hier. Was ist das? Eine Flöte aus einer Linkados. Sister. Achso. Ah, sie ist ein Geschenk für dich. Aber... es war unsere Schuld, dass das Ding an deine Schwester zerbrochen ist. Ich danke euch. Jetzt vielleicht nicht so gut wie die Flöte deiner Schwester. Nein, keine Sache, dein Mitgefühl reicht. Ich bin so glücklich. Ich dachte, der linker Baum wäre bereits ausgestorben. Du kennst dich mit vielen Dingen aus, Mifos. Du kennst sogar der linker Baum. Ja, stimmt. Ich wünsche dir immer, dass uns begleiten standen, Leute. Hey, was soll das denn heißen? Ha, wenn ich etwas für dich tun kann, sag es mir bitte. Du kannst mich jederzeit ansprechen. Alles klar. Danke, danke, Mifos. Okay. Okay. Okay, jetzt gibt's aber nichts mehr, oder? Willst du noch was? Nein. Okay, dann können wir jetzt vielleicht mit der Story weitermachen. Endlich mal. Meine Güte. Ja, das war jetzt eine Menge Sidequests auf jeden Fall. So, und wir müssen jetzt nach Meltokio quasi, oder? Doch. Ja, doch. Und müssen erstmal wieder in die Stadt kommen. Also, der Tokio war da oben, nicht da unten. Genau, hier. Meltokio. Da hat mich mein Virenschutz erschreckt. Naja, weiter geht's. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Das wäre interessant. In 15 Jahren. Na, sehr, das war ich mit deinem kleinen Mädchen. Aha. Ich hatte dich verlaufen. Sehr, das hat heute auch ein paar gute Sein an sich. Hey, ihr beiden! Bin ich überrascht? Ich hätte nicht gedacht, dass du kleine Kinder magst. Wollen wir uns nicht mit dir unterhalten? Wollen wir wohl, ihr wisst doch, wie romantisch ich veranlagt bin. Ich habe mir versprochen, dass wir uns heute in 15 Jahren wiedersehen werden. Was ist der Kasselchen, der mich immer zu dem Weg gelaufen ist? Au, au, ist ja auf einmal so sauer. Das fragst du mich? Vielleicht sollst du mal ein bisschen an dich, in dich gehen, dann wirst du schon drauf kommen. Was? Ah, oh, schön. So, abkürzen bitte. Hier ist das Geld.
Gut, ist alles da. Wie lange bist der König tot ist? Mit dem Gift? Vielleicht noch einen Monat oder so? Das dauert aber lang. Man hat es mir gesagt, ich soll das aussehen lassen, als ob er an einer Krankheit sterben würde. Das dauert seine Zeit, aber eines Tages wird er tot sein. Sag seinem Eminenz, dem Patriarchen, dass er sich noch ein wenig gedulden soll. Also, ich wusste, dass du einfach nicht gestimmt hat, aber... hat als der normal... Ich kann nicht lesen, tut mir leid. Als der normalerweise so, bis der König auf einmal krank wurde. Was sei mir denn leid? Ist doch klar, oder? Wenn wir den König retten... Die retten uns reich schon. Los geht's. Haben wir es viermal, als du lange das alles hier? Ist er. Der Auserwählte. Verdammt, das ist hier los. Was? Du bist es, Wally. Wisst euch. Ich kann euch nicht am Leben lassen. Ihr wisst zu viel. Ihr müsst sterben. Sei still. Vergebe dir nicht. Ich werde hier sterben. Das soll wohl ein Witz sein. Ich verrecke hier wie diese verdammte Elisha. Oh, Entschuldigung. Erleidige Elisha nicht. Er war also die Verbindung zwischen dem Patriarchen und Rudael von den fünf Großfürsten. Also er bestellt eine Verbindung zwischen dem Patriarchen und Kutinawa. Die Exvision und Tediala wurden von Wally an Rudael weitergereicht. Und die Experimente mit dem Krux des Kristallen gingen von Rudael zu Wally und schließlich zum Patriarchen zurück. Aber warte, ich hatte Material sie gebeten, den König im Austausch für seine Kooperation zu töten. Das ist unerhört. Alles gut, schnappen wir uns den Patriarchen. Vollzogene Rache. Nach so vielen Jahren habe ich endlich mein Ziel erreicht. Was wirst du nun tun? Für Leute die anderen, die mir bei meiner Rache geholfen haben. Und auch für Lisa werde ich alles tun, was in meiner Macht steht, um Kruxis zu eliminieren. Ja. Nur weil Wally besiegt ist, heißt das nicht, dass alles vorbei ist. Das ist vermutlich erst der Anfang. Anfang? Ein neuer Anfang, um die Augen von der Vergangenheit weg in die Zukunft zu richten. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt quasi zum Patriarch und den einen aufs Maul hauen. Nicht wahr? Aber ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part, denn ich merke langsam, wie meine Stimmbänder ein bisschen gereizt werden von den ganzen Stimmen in letzter Zeit. Naja. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, dann wird es heute mal etwas kürzerer Part, macht ja auch nichts, ne? Die anderen Parts waren ja, glaube ich, auch immer länger, ist ja egal. Ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!